Anfang August gastierte das Schwechater Ferienspiel im allseits beliebten Freibad. Bei traumhaften Sommertemperaturen wurde den Kindern ein unvergesslicher Vormittag mit zahlreichen sportlichen Aktivitäten geboten. Zum nun schon 34. Mal fand das Schwechater Ferienspiel statt. Das bedeutete 3 Wochen lang Spiel, Spannung und Spaß. Los ging's im Freibad mit dem Aquathlon. Also ich freue mich, dass das Ferienspiel jetzt endlich startet. Das heißt auf der einen Seite für die Kinder eine schöne Zeit und das heißt auf der anderen Seite auch eine Entlastung für die Eltern. Und wir sind hier im Freibad. Und wie man hier sehen kann, sind die Kinder sehr, sehr zufrieden mit dem heutigen Programmpunkt. Ich habe schon einige gesehen, die vom 3 Meter, vom 1 Meter Brett gesprungen sind. Ich sehe einige, oder wir sehen einige, die ganze Zeit rutschen, mit einem Lachen im Gesicht. Und so soll es sein, so soll das Ferienspiel 3 Wochen lang auch sein. Beim Freibadbewerb können sich die Kinder einfach aussuchen, was sie machen, also ob sie rutschen gehen oder einfach so im Wasser planschen. Manche gehen auch lieber zum Ballspielen auf die Wiese. Also wir bieten da den Kindern ein bisschen Freiraum, dass sie selbst aussuchen können, was sie machen. Da können die Kinder einerseits sich abkühlen, in alle Becken schwimmen gehen, sie können Fußball spielen, sie können springen, sie können rutschen. Ja, also sie haben eigentlich heute ihre Freiheiten hier im Freibad und wir schauen nur, dass alles glatt läuft und nichts passiert. Genau. Neben der sportlichen Betätigung in den Ferien bedeutet natürlich auch die Ganztagsbetreuung der Kids einen nicht unerheblichen Aspekt. Also ist schon ziemlich wichtig, dass die Kinder sich bewegen und nicht nur um und um sitzen. Also wir haben zwar viel Bastelangebote und auch wo wir bei der Volksschule bleiben, aber es ist uns auch sehr wichtig, dass wir eben das sportliche Angebot da haben, weil einfach, wie schon richtig gesagt, in der Ferienzeit leider das von der Schule ein bisschen ausfällt. Wir haben sehr viele sportliche Angebote, wir haben auch Bastelangebote, aber vor allem für die sportliche Betätigung. Ja. Und natürlich ist es auch so, dass man hier einige Stunden sich frei bewegen kann. Natürlich eingeschränkt und unter Betreuung, aber hier kann man in einzelnen kleinen Gruppen dann springen gehen, man kann schwimmen gehen, man kann sich in die Wiese legen, was spielen und man hat wirklich sehr viel Freizeit und das in einem wirklich sehr schönen Umfeld, unserem Freibad, was ich jedem nur empfehlen kann, wieder zu besuchen. Und ja, ich freue mich, dass heute startet. Inwiefern eignet sich das Freibad hier in Schwechat ganz besonders gut für sportliche Aktivitäten? Das ist immer ein Fixpunkt, meistens auch am ersten Tag, wo wir herkommen. Es ist sehr nah für uns, wir haben ja das Quartier quasi in der Schule, kommen sehr schnell her und können mit sehr vielen Kindern auch sehr viele Dinge machen, wie schon gesagt, rutschen, springen, herumrennen, also sie können sich hier frei betätigen. Ja. Dadurch, dass wir relativ viel Platz haben, ist es recht angenehm, weil die Kinder sich eben aussuchen können, wo sie hinwollen. Wir als Betreuer können die Bereiche recht gut überwachen und haben auch unseren fixen Standpunkt, wo die Kinder hinkommen können. Wie gesagt, bei der Ballwiese sind wir auch und das ist alles recht angenehm für uns und die Kinder. Natürlich sehr viel Springen, sehr viel Rutschen, sehr viel Abkühlung. Man kann auf die Wiese gehen. Ich habe gehört, es gibt vielleicht auch ein paar, die nachher Fußball spielen werden. Aber ein sehr schöner Tag, wo man auch sehr viel erleben kann. Heute befinden wir uns im Freibad hier in Schwechat anlässlich des Ferienspiels. Wie gefällt es euch denn hier? Gut, sehr gut. Es ist toll und es gibt auch Rutschen und mir macht es wirklich sehr viel Spaß. Gut. Was gefällt dir hier ganz besonders? Das 3-Meter-Brett. Dass man hier so gut springen und schwimmen kann und rutschen. Die Rutsche. Die große Rutsche. Die ist so gut. Das 3-Meter-Brett. Mir auch. Und die Rutsche gefällt euch auch? Ja. Ja, sehr. Bei mir die Rutschen und die Meter-Brett, also am meisten der 3 Meter schon. Mir auch. Also mir gefällt die Springen und die Rutsche. Mir gefällt die Rutsche sehr gut. Das 3-Meter-Brett. Was hast du sonst noch heute hier bereits gemacht? Also ich bin gesprungen, getaucht und geschwommen. Neben der Action im Freibad gab es auch viele weitere Termine, die ebenfalls in der Region stattfanden. Ja, also wichtig ist uns immer, dass wir auch einen Schwechater Bezug haben, also einen lokalen Bezug, einen regionalen Bezug. Deswegen stellt sich das Programm aus sehr vielen Punkten zusammen, die in Schwechat stattfinden und wo auch Schwechater Vereine mitwirken und wo Schwechater Institutionen wie das Freibad auch bespielt werden und die Kinder damit in Berührung kommen. Ansonsten haben wir sehr viele neue Punkte wie ein Dance,
ein Dance-Workshop, ein Videoclip-Dance-Workshop, wo man dann auch Videoclips macht, wo die Kinder dann tanzen können. Macht sehr viel Spaß. Und ganz viele andere. Aber wir haben wirklich ein super Betreuerteam, das wirklich jedes Jahr ein schönes Programm auf die Beine stellt. Und da kann man nur Danke sagen.